So, herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute 100 Abo Spezial. Innerhalb von 2 Monaten habe ich doch tatsächlich 100 Abonnenten erreicht. Ich persönlich finde das mega. Ich bedanke mich an alle Abonnenten. Und weil wir nicht alle in meine Garage passen, 100 Abonnenten, jeder ist ein Abonnent. So, dann möchte ich mich absolut herzlich bedanken an die Abonnenten. Den Bonetti, den Jochen Knochen, dann die Yvonne, an den Ralf, an den Karl-Heinz, Hi Kai, Orchin, Thomas, The Hornet, The Uli, The Tap, The Nico, Dream 90, Matthias, Gerdi Gerdi, Jörg, Surprise, an den Messerjockel, Blutswende, Martin, Frank, Andreas, Dirk, Brezel, Eddie, Alexandro, der Schwabe, Klaus, Michael, an die Zauberfee Sandra und zu guter Letzt an den Leofax. Und hier die wahrscheinlich ältesten Playmobil-Figuren. Erkennen kann man das, dass sich die Hände nicht drehen lassen. Ich habe das allererste Piratenschiff gehabt und da waren diese 2 und noch 2 drauf. Der kam dann später dazu. Ihr seht, meine Männchen haben ordentliche Kriegsverletzungen. Fuß abgerissen, Hand abgerissen. Ja, 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 die waren zu nah an den Kanonen gestanden. So, hier noch einmal, weil die aufmerksamen YouTuber werden das alles abzählen wollen, ob das auch 100 Männchen sind. Ja? So, alle haben sie hoch die Hände, alle wollen sie, dass geschossen wird. Na klar! Super! Das ist der Affe mit der Waffe! Alle wollen sie! Das kotzt mich an, dass man es nicht gesehen hat, die Maximallautstärke, ich habe das eingestellt, Display, sieht man das? Das ist die Maximallautstärke von dem Knall, man hat es leider im Video nicht gesehen. Der erste Schuss, da ist die Kamera nicht gelaufen, beim ersten Schuss. Da haben 2 Nachbarn im Garten gearbeitet, die sind halbe zu Tode erschrocken. Der eine tut gerade seinen Holzschuppen abmontieren, der hat gedacht, der Holzschuppen bricht ein. Also
da habe ich einen zweiten Schuss gemacht, ja, und der hat Todesangst gehabt. Okay, hier 128,6 Dezibel war der Schuss. Also das ist ordentlich laut. Immer. So. So. Beim Reinigen der Kanone ist mir Folgendes aufgefallen. Da waren doch tatsächlich noch Kugeln, Mehrzahl, Kugeln im Lauf. Weil ich habe mit der 20 Jahre nicht geschossen. Also, ja, es war halt mal früher mal so. Das ist noch eine vom Kollege, der hat eine andere gemacht. Aber ihr seht hier oben, der, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, ist kaputt gegangen beim Schießen und das wurde selber gegossen. Ich glaube, in Styropor, also Styropor-Ding gemacht. Dann mit Sand irgendwie. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Irgendwie Sand und Styropor und dann halt so die heiße Masse da reingegossen. Aber mit der würde ich nicht schießen, da die ist so ein bisschen nicht so vertrauenswürdig hier. Ja, da steckt auch nicht ganz so viel Liebe und Detail. Aber das schaut auch geil aus mit dem Holz, wo das so ordentlich zerfressen ist von den. Also das hat auch was, also. Ja, das hat auch was. Ja, wie gesagt, das kam dabei raus. Diese Kugeln hier waren drin. Diese Kugeln waren hier alle drin. Die kleinen und die große, die waren total verkeilt hinten drin. Vier Stück zusammengepresst, reingekeilt und die da auch. Und irgendein Pulver drin ist nicht mehr rausgegangen. Ja. Gott sei Dank habe ich das vorher gereinigt. Das wäre ein Desaster gewesen da. So, ihr habt entschieden. Colt Peacemaker. Oder die Piratenkanone. Dies ist dann geworden. So, das war der Spezial 100. Dieses Video bleibt, wird nicht gelöscht. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Das nächste Video wird bei 500 Abonnenten sein. Und dann bei 1000. Ich möchte gerne Ende dieses Jahr 2022 im Dezember meine 1000 Abonnenten erreichen. Ich würde mich freuen, wenn das klappen wird. Also, guckt euch fleißig meine anderen Videos an, dann klappt das auch. Ade vache, euer T-Bone.